Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Wir häkeln heute in diesem Video, wenn ihr möchtet, gemeinsam ein Dreieckstuch. Und zwar habe ich hier wieder ein super einfaches Muster für euch, ganz toll geeignet für AnfängerInnen. Das besteht aus Luftmaschen und festen Maschen, das ist alles, was man dafür können muss. Ich habe hier ein Bobbelgarn und zwar aus Baumwolle dieses Mal. Ich habe da schon mal was mitgemacht, deswegen ist das nicht mehr ganz vollständig. Aber ich denke, das reicht noch für ein schönes, großes Tuch. Ursprünglich hatte dieses Garn mal ein Gewicht von 200 Gramm und eine Lauflänge von 800 Metern. Und das ist eigentlich geeignet für Vierernadeln. Dadurch, dass dieses Muster aber sehr, sehr eng und stramm ist, nehme ich jetzt hier eine größere Nadel. Und zwar habe ich meine Sechsernadel dafür ausgewählt. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Aber dadurch, dass es ja wirklich nur feste Maschen sind und dann auch noch später in die Luftmaschenbögen eingestochen wird, wird das ein sehr enges Muster, wie gesagt. Und da macht es eigentlich Sinn, eine etwas größere Nadel zu nehmen. Okay, wir fangen erstmal an, machen einen Anfangsknoten. Den macht ihr natürlich so, wie ihr das immer macht und wie ihr das am liebsten habt. Ich gehe von hinten durch diese Schlaufe, hole den Faden so hier durch und ziehe mir den dann so zurecht, nehme den Faden auf die Hand und mache dann erstmal eine mini kleine Luftmaschenkette von zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Dann gehe ich zurück in die erste Luftmasche, diese hier, und häkel da hinein eine feste Masche. Dann eine Luftmasche und in diese gleiche erste Luftmasche hinein noch eine feste Masche. Also einstechen, den Faden durchholen, ich habe zwei Schlaufen auf der Nadel und ziehe den Faden durch beide durch. Dann nehme ich zwei Luftmaschen zum Wenden und drehe schon wieder um. Jetzt muss ich immer in diesen Luftmaschenbogen der Vorrunde einstechen, das ist jetzt also hier. Mache da auch eine feste Masche hinein, nehme eine Luftmasche und bin dann schon am Ende dieser Reihe. Es ist jetzt am Anfang so ein bisschen unübersichtlich. Hier ist die letzte Masche. Da hinein gehe ich und häkle eine feste Masche, eine Luftmasche und in diese letzte Masche kommt dann noch eine feste Masche hinein, damit das Tuch an der Seite wachsen kann. Das ist jetzt, ich glaube, das war jetzt nicht so gut zu erkennen, weil das halt in der ersten Reihe noch so klein alles ist. Ich ziehe es jetzt hier mal so ein bisschen auseinander, dann sieht man es, glaube ich, besser. Wir stechen also immer zwischen zwei festen Maschen in diesen Luftmaschenbogen rein. Dieses kleine Kästchen da, da geht es immer rein. Und wir häkeln dann immer eine feste Masche, eine Luftmasche. Und dann geht es schon in den nächsten Luftmaschenbogen hier rein. Und auch da eine feste Masche und eine Luftmasche. Dann sind wir hier schon in der letzten Masche angekommen. Das ist diese jetzt hier. Da machen wir dann auch eine feste Masche und eine Luftmasche. Und dann eben eine weitere feste Masche für die Zunahme. Das muss man am Ende jeder Reihe immer bedenken. Dann wird das Dreieckstuch größer. Zwei Luftmaschen zum Wenden, umdrehen und dann wieder zwischen diese zwei festen Maschen einstechen. Eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. Und in den nächsten Luftmaschenzwischenraum das gleiche. Eine feste Masche und eine Luftmasche und in den nächsten auch. Wenn ihr so ein paar Reihen gehäkelt habt, dann wird das klarer. Aber das Muster ist wirklich super einfach und häkelt sich quasi fast von selber. Immer daran denken, dass in die letzte Masche zwei feste Maschen gehäkelt werden und nicht nur eine. Für die Zunahme. Zwei Luftmaschen zum Wenden und wieder drehen. So wird das ganze Tuch über fortgesetzt
bis das Dreieckstuch dann so groß ist, wie ihr das gerne hättet. Ich zeige euch gleich nochmal den Farbverlauf und natürlich auch das Endergebnis. Und dann seht ihr, wie dieses einfache Muster wirkt, wenn das Tuch ein bisschen größer ist. So, mein Tuch ist schon um einiges größer geworden jetzt. Ihr seht jetzt hier das Muster und auch den Farbverlauf ganz schön. Unten war es ja eher blau, jetzt geht es so in rosa, rötlichere Töne über. So viel habe ich jetzt noch übrig von dem Garn. Es wird jetzt immer mehr, geht immer mehr ins Rötliche. Am Ende ist es dann stark rot. Gucken wir nachher mal, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Man sieht jetzt auf jeden Fall ganz schön dieses Muster. Also die festen Maschen, die gehen wie so kleine Zähnchen immer in diese Luftmaschenbögen rein. Und dann gibt das so ein recht enges Muster, also ein einfaches, enges Muster. Und da sieht man eben ganz gut den Effekt, der sich ergibt, wenn man mit einer größeren Nadel häkelt, nämlich dass dann diese Zwischenräume, ich ziehe das jetzt mal so ein bisschen größer hier, dass die dann eben ein bisschen größer sind, ein bisschen luftiger sind und das Tuch so dann eben ganz leicht und locker fällt. Man kann es natürlich auch mit einer engeren Nadel, mit einer kleineren Nadel besser gesagt, machen, sodass dann eben diese Zwischenräume kleiner sind. Dann ist das Tuch eben insgesamt dichter. Wenn man das mag, kann man natürlich auch probieren. Aber das ist eben dieser Effekt, der daraus entsteht, dass die Nadel größer ist. Ich mache das jetzt mal noch zu Ende und dann zeige ich euch das Endergebnis und sage euch auch noch die Maße von dem Tuch. So, das Tuch ist jetzt fertig geworden. Es ist doch ziemlich groß geworden. Ich habe es jetzt eben nachgemessen. Es misst jetzt hier an der langen Seite oben sind es 175 cm. Und von der Mitte bis runter zur Spitze sind es 66. Also ist ein schönes, großes Tuch, das aber trotzdem sehr luftig ist. Ist ja aus Baumwolle und auch eben nicht schwer und auch nicht allzu warm. Also ist ganz gut für den Frühling jetzt, der ja jetzt kommt, geeignet. Und ich finde dieses Muster, das ist ja wirklich super einfach. Ihr habt es ja gesehen, es waren ja nur feste Maschen und Luftmaschen. Also zum Nachmachen wirklich mega leicht. Aber trotzdem finde ich gerade auch durch diesen Farbverlauf, durch diese bunte Wolle, wirkt es echt sehr schön. Und man sieht es halt hier sehr gleichmäßig und ja. Das Garn war ja von Rico Design mal wieder, das mag ich ja besonders gern. Also ich mag nicht nur Rico Design, aber auch. Die haben oft sehr schöne Farbverläufe. Und dieses hier ist auch so schön frühlingsfröhlich, finde ich. Also finde ich, passt jetzt ganz gut in diese Zeit. Ich zeige euch das nochmal so insgesamt von dem Verlauf her. Also die Spitze ist so bläulich und dann kommen da aber immer schon so Farbtupfer, ganz am Anfang schon. Also der Farbverlauf ist nicht so, dass sich eine Farbe zur nächsten wechselt, sondern das ist so gesprenkelt im Grunde. Und dann wird es halt immer stärker mit rosa, einem rosa Anteil, ein bisschen gelb dazwischen. Und am Ende ist es dann eher so rötlich, mit auch ein bisschen blau und gelb dazwischen. Also hat mir jetzt richtig gut gefallen von den Farben her. Ja, das war das Tuch aus diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!